Du hast doch nicht etwa die ganze Nacht draußen verbracht. Boah, da habe ich schon ganz anderes Wetter erlebt. Boah. Aber ich habe in einem Bett geschlafen. Wo warst du? Bei denen. Es ist gut, dass du die Nacht nicht draußen verbracht hast. Halb träumend, lachend und gähnend bin ich aus dem Haus gegangen. Das Wasser tropfte von den Pinien herab auf meine Ohren und Schultern. Und auf einmal, da habe ich mich köpflings ins Meer geworfen. Und das Meer schäumte wie frisch gemolkene Milch. Louis, warum liebst du mich nicht? Lieb ich dich denn nicht? Nein! Bitte, Sweet. Ich liebe dich nicht. Dein Kleid war grün, wie das Gras, wie die Algen im Wasser. Siehst du, ich erinnere mich an das grüne Kleid, das du getragen hast. Louis, ich verlange nicht süße Worte oder Zärtlichkeiten von dir. Es ist nicht das, was ich verlange. Was verlangst du denn? Gib mir meinen Anteil. Gib mir meinen weiblichen Anteil. Du nimmst mir, was mir gehört. Ja, soll ich dich dann ganz allein nehmen? Ja! Auch andere Frauen als dich. Das ist nicht wahr. Es gibt keine anderen Frauen außer mir. Warum sagst du das, Lane? Du sollst den anderen Frauen nicht trauen. Sie werden über dich lachen, wie über einen Mondsüchtigen. Wenn es eine gäbe, die du liebst, dann sag es mir. Aber es gibt keine, die dich liebt, wie ich dich liebe. Und dich kennt, wie ich dich kenne. Und darum bin ich für dich beides. Bitter und süß. Sag mir, dass du mich ganz alleine liebst. Dich ganz alleine. Sag mir, dass du keine anderen Frauen kennst. Keine. Schwör es. Ich schwöre es. Lügen ist schändlich. Hello! Hello! Bonjour! Ah, seht ihr, da liegt. Schläft er? Stehen Sie auf. Die Sonne tut nicht gut, wenn man schläft. Helfen Sie mir. Hola! Ich dachte, Sie sind noch in Kanada. Nein, ich komme von Denver. Man sagt, es läuft nicht da unten. Yes, Sir. Die sitzen in der Tinte, wenn man im Westen die Silberprägung eingestellt hat. Der Dollar ist nur noch 54 Cent wert. Ja, das Gold ist alles. Es gibt nur einen Wert, das Gold. Hab ich immer gesagt. Ein Wert, ein Preis, ein Metall. Schlecht fürs Geschäft. Nicht? Ja. Gut. Sie sind reich. Ihnen ist das egal. Ja. Sie sind Makler, nicht? Oder wie sagt man? Ich bin alles. Ich kaufe alles, ich verkaufe alles. Nichts ist umsonst. Alles hat seinen Preis. Haben Sie nie mein Haus in New York gesehen? Old Slip, you see? Nein. Auf der linken, das alte Haus mit der Turmuhr? Das muss ich Ihnen zeigen. Wie man die Kirchen über den Gebeinen der Heiligen gebaut hat, so enthält der Unterbau in Stahlschränken Gold und Silber und Depots mit Wertschriften und Wechseln. Darüber ist die Kasse. In der Mitte die Kasse, auf der linken mein Büro, auf der rechten das Office für die Miete des Schiffes und seiner Besatzung. Und oben, da bin ich. Und die Telefone, hier Chicago, hier London, hier Hamburg. Nur zu. Da leuchtet er auf, wenn er einen aussticht mit dem starren Blick eines grinsenden Boxers.
You're pretty smart, are ya? Well, es braucht Nerven, um Geschäfte abzuschließen, als wüsste man schon alles. Was machen Sie da? Sie sehen doch, ich flicke. Das ist keine Arbeit für eine Lady. Dann bin ich eben keine. Bei uns arbeiten die Frauen nicht. Sie sind älter als er, nicht? Das geht Sie nichts an. Werden Sie doch nicht so rot. Schlägt er Sie, ja? Warum fragen Sie mich so aus? Vielleicht ist er manchmal ein wenig betrunken. Was beabsichtigen Sie zu tun? Sie waren so freundlich, uns hier aufzunehmen. Ja. Und jetzt? Ich weiß nicht. Möchten Sie ihn nicht in Ihrem Geschäft anstellen? Ach, ich möchte ihn nicht einmal als Liftboy haben. Warum sagen Sie das? Er taugt zu nichts. Er ist keinen Cent wert. Das ist nicht wahr. Warum sagen Sie das? Er weiß mit seinem Geld nichts anzufangen. Und er hört nicht auf das, was man ihm sagt. Er ist wie einer ohne Taschen. Dann lassen Sie ihn. Mit ihm ist nichts zu machen. Ich bin mit ihm verheiratet. Warum? Man kann sich doch scheiden lassen. Ich bin auch verheiratet. Zumindest, ich erinnere mich nicht genau. Ich glaube, wir haben vor dem Pastor gestanden. Ich bin so beschäftigt, wissen Sie. Ich glaube, es war ein Baptist. Warum sind Sie an ihm hängen geblieben? Mir war es recht so. Was machen Sie da? Lassen Sie mich los! Meine Liebe! Oh, wie hübsch es ist, Ihr Haus! Wie machen Sie das bloß, alles so sauber zu halten ohne dieses Mädchen? Wischen Sie den Fußboden selber? Ja. Und wie hübsch der Garten ist! Ich habe die Wäsche gesehen, die dort hängt. Missy Louis wollte mich nicht hineinlassen. Besorgen Sie auch die Wäsche, ja? Das muss doch ermüdend sein. Ich kann arbeiten. Ja. Oh, ich bin zu zart gebaut. Oh dear, ich würde sterben, wenn ich arbeiten müsste. Wie still es ist. Das Meer ist wie eine offene Zeitung mit seinen Zeilen und Buchstaben. Und dort hinten kann man die großen Schiffe vorbeifahren sehen, wie Schlösser aus Segeln. Ach, aber wir sprachen ja von Ihnen. Stimmt es, dass Sie noch nie im Theater waren? Nein, oh, noch nie. Und dass Sie nie aus Ihrem Land herausgekommen sind? Ich kenne die Welt. Ich war überall. Ich bin Schauspielerin, müssen Sie wissen. Ich spiele am Theater. Boah, das Theater. Sie wissen nicht, was das ist. Nein. Das ist eine Bühne und ein Zuschauerraum. Alles ist geschlossen. Und die Leute kommen am Abend, setzen sich und schauen zu. Und worauf schauen Sie denn, wenn alles geschlossen ist? Auf den Bühnenvorhang und auf das, was dahinter ist. Was ist das, Gentleman? Well, Papier. Ja, aber sehen Sie, was draufsteht. Dollar, ein Dollar, 50, 100. Ja, viel Geld. Seaman, man sagt, etwas wiegt so und so viel Pfund, nicht? So viel Pfund und so viel Scheffel Korn auf Lager und so viel Kanonen Erdöl. Und was das alles in Dollar macht. Denn wie alles sein Gewicht und sein Maß hat, so hat auch alles seinen Wert. Alles, was man besitzen und entäußern kann, hat seinen Preis. Well, Sir, ich habe nie mehr als ein paar armselige Scheinchen in der Tasche gehabt. Und jetzt sieh dir dieses Bündel da an. Passen Sie auf. Wer etwas besitzt, hat nur dies eine und sonst nichts. Man kann nicht alles haben. Für Geld kann man alles haben. Well, nur Geld muss man haben.
Well, Sir. Cash. Well, Sir. Take that, man. Was machen Sie da? Was soll das? Wozu geben Sie mir das? Ich will nicht. Take that, man, I say. Das sind schon $1,000 für mich und es werden noch mehr werden. Stecken Sie es ein. Und dann hören Sie mir zu, mein Herr. Geld vom Boss mitgenommen, nicht? Ich war bei meinem Vater. Er hat eine Bank im Westen. Was wollen Sie tun? Reden Sie frei heraus. Ich kann Ihnen von Nutzen sein. Ich weiß es nicht. Ich war auch so. Ich konnte nirgendwo bleiben. Aber Sie, Sie haben eine Frau. Nun, sie macht, was sie will. Oh, warten Sie ab, bis sie Kinder hat. Hm? Dann sind sie gefangen, dann wird es ernst. Die wollen ernährt werden. Essen, Schuhe, Kleider, mein Herr. Zahlen, zahlen, zahlen. Sie gehören sich selbst nicht mehr weder am Tag und weder am Tag noch an der Nacht. Ihnen bleibt nichts mehr. Und Sie müssen arbeiten wie ein Grubenpferd. Und niemand will Sie haben. Was? Sie glauben, niemand will etwas von mir? Ich sage die Wahrheit. Kein Mensch. Ja, was machen wir denn da? Ich weiß nicht. Ich hätte niemals heiraten sollen. Sie haben nicht einen Cent. Kein Geld haben, das ist wie mit seinen Fingernägeln die Erde aufkratzen. Man ist gefangen. Und man hat sie ganz schön in Beschlag genommen. Niemand hat mich in Beschlag genommen. Warum? Mein Leben gehört mir und ich werde es niemandem geben. Was ist das? Eine Frau. Es gibt viele Frauen in der Welt. Es gibt nicht nur eine. Sie war es, die wollte, dass ich sie mitnehme. Sehen Sie, was ist das, Gentleman? Das ist das Leben. Das ist Freiheit. Verweigern Sie mir nicht, was ich von Ihnen verlange. Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen. Und denken Sie daran, junger Mann, ich bin ein religiöser Mensch. Wenn ich etwas haben will, hält mich die Hölle nicht zurück. Sie sind Louis Lane und ich bin Thomas Pollock. Nature, stellen Sie sich mir nicht in den Weg. Was soll ich es sagen, Louis? Tun Sie, was Sie wollen. Er hat diese Nacht mit mir geschlafen. Ist das wahr? Antworte, Lane! Rede! Antworte! Du hast gesagt, du liebst keine andere Frau außer mir. Noch heute früh hast du es geschworen. Naja, ich... Schweig! Und du? Sie sind mir ausgeliefert. Ich weiß. Und? Sie werden mit Thomas Pollock glücklich sein. Sie sind betrunken. Riechen Sie. Wissen Sie, dass ich ihn ruinieren könnte? Das Gedügte, wenn sein Haus abbrennt. Ich weiß nicht, aber irgendetwas in dieser Art werde ich heute Nacht anstellen. Am Theater verspiele ich alles. Frauen, Männer, alles. Jetzt spiele ich Pollock. Take that, man! Was soll das? Take that, das Sir! Hör auf! Oh, das sind schon $1,000 für mich! Stecken Sie es ein! Was ist nicht los? Sie haben eine Frau? Warten Sie nur, bis Sie Kinder haben. Die wollen ernährt sein, Kleidung, Essen, Schuhe, zahlen, zahlen, zahlen! Ja, dann ist es ernst. Dann sind Sie gefangen, kein Geld haben. Das ist wie mit Fingernägeln die Erde aufkratzen. Sie sind gefangen! Hören Sie. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Ich habe geliebt. Und ich wurde nicht geliebt. Oh, ich bin verlassen. Ich habe mich verkauft. Wie ein Stück Vieh. Nein.
eine solche Dürre. Es ist zu spät. Du wirst dieses Wort nicht hören. Nicht aus meinem Mund. Ich bin in der weiten Welt nur ein verirrter, verlorener Mensch. Ich bin wie ein Tier, das zu der Hand geht, die ihm Blätter reicht. Und du verlässt mich, weil ich dich verraten habe. Ich bin Darlene. Ich verlasse dich nicht. Gehen wir fort von hier. Bleib. Du bist in Gefahr. Es muss sein. Es geht um dein Leben. Das ist mir gleich. Warum fliehst du vor einem Windstoß? Setz dich zur Wehr. Es ist kein Windstoß. Es ist ein Stoß da drinnen in mir. Fliehen wir. Da ist jemand und bedrängt mich wie mit einem blanken Schwert. Ich gehe. Halt mich nicht zurück. Es ist eine Kraft in mir und ich laufe, soweit ich die Füße trage. Ich setzte weder List noch Gewalt ein. Ich wollte ihm kein Unrecht tun. Ich habe ihm Geld angeboten und er hat es angenommen und wir sind uns einig geworden. Hören Sie. Well, ja, ich hatte nicht wenig Verstand und Energie. Ich hatte auch ziemlich Glück, sogar sehr viel. Und auf mein Glück war ich stolz. Ja, ich hätte mich also nicht zu beklagen. Ich bin ein ernsthafter Mensch und weiß, was die Dinge wert sind. Deswegen kaufe ich und behalte nichts für mich, sondern verkaufe wieder. Ja, alles ist schon durch meine Hände gegangen. Sagen Sie mir, warum ich so traurig bin. Da, schauen Sie. That's all. Thomas Pollock! Ich muss Ihnen sagen, Ihr Haus brennt. Ich sehe es. Ja, was bedeutet das schon für Sie, ein elendes Holzhaus? Letchi, ich glaube, es geht Ihnen nicht gut. Oh, ich bin betrunken, ich kann mich kaum mehr auf den Beinen halten. Ich habe Ihr Haus angezündet, Ihr Reichtum verraucht in gelben Schwaden und Sie haben nichts mehr. Die Fabrik soll brennen, die Städte mit ihren Banken, das Kaufhaus, das Lagerhaus. Auch ich brenne. Und auch du wirst im Feuer der Hölle brennen, wollen die Reichen hinkommen. Letchi, ich ertrage es nicht, wie Sie alles niederreißen. Alles brennt. Und die Flamme der Zeit erlischt auch dann nicht, wenn wir gestorben sind. Und uns bleibt nichts als ein paar Knochen. Was ist das? Ich weiß, was das ist. Na los, geh! Geh doch! Der Reiter kann sein Pferd nicht mehr führen. Geh! Ich denke, jedes Leben hat für die anderen seinen Wert. Sie glauben, jedes Leben hat für den anderen seinen Wert? Ja. Da, nehmen Sie. Es gehört Ihnen. Nehmen Sie es. Es gehört Ihnen. Ich nehme dieses Papier wieder, denn man soll es nicht wegwerfen. Geld ist für jene gut, die es zu gebrauchen wissen. Der Tag ist zu Ende. Und ein anderer beginnt. Beine sind schwer. Mir ist weh. Was immer ich Ihnen angetan habe, verzeihen Sie mir.
Kann ich Ihnen mit etwas helfen? Ich bin reicher, als Sie es sind. Das ist wahr. Denn ich bin am Boden. Ich habe keinen Mut mehr. Ich klebe an meine Gedanken wie die Auster an einem Stein. Wollen Sie mir die Hand geben?